Na, das war ja wieder mal mehr als knapp im letzten Part. Hallo Leute, willkommen zurück. So, ich hoffe, ich kann mir jetzt ganz schnell noch die Krähe stiebitzen. Das war doch auf Y, oder nicht? Warte mal, ich muss doch auf Y die greifen. So, warte mal da, bis sie wieder landet. So, schnell. Wie einfach abhaut. Verdammt, wie kriege ich denn das Ding jetzt? Welchen Knopf habe ich denn dafür nochmal gedrückt? Ah, gut, doch, Y. Blutsträne Umbras. Good. So, hier ist ein Haus, hier will ich rein. Nee, achso, hier ist nur so ein Telefonding. So, so, okay, geht nicht kaputt. Ich mach einfach die Tür auf. So, okay. Check. Und auf geht's zum nächsten Gebiet. Wieder über diese ganzen Halo-Markierungen irgendwie. Heiligenschein-Markierungen. So, ist hier sonst noch irgendwas? Kann ich auf die Dächer raufjumpen? Irgendwas auf dem Dach drauf? Das wäre natürlich, mies. Komme ich irgendwie auf ein Dach rauf? Nee. Na gut, dann will ich trotzdem noch mal ganz kurz an die Ecke gucken, weil vielleicht komme ich da jetzt rein. Also hier lang, so. Ja, ich komme hier sogar lang. So, aber hier ist dann nichts weiter. Schade, hätte sein können. So, da, 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 da. So, hier kann ich auch nicht rauf. Ich glaube, es gibt keine Möglichkeit, irgendwie jemanden aufs Dach zu steigen. Nö. Gut, na dann, hauen wir ab. Hopp, hui. Ich brauche noch zwei Herzteile, ey. Um mal wieder was Neues zu bekommen. So, jetzt dreht sich hier alles mit. Das ist ja... Tot. Nee, ich lebe noch. Gut. Zaboink. So, hopp. Hu. Zaboink. So, hopp. Hu. The boink. Okay, und da haben wir jetzt... Da haben wir jetzt eine schöne Kiste. Komm schon. Das sieht ja aus wie eine Belohnung. Wie ein Herzteil für mich. Yeah! Geil. Okay, hopp. Schade, dass das wirklich irgendwie auffüllt. Das wäre so viel cooler. So, Gras schneiden geht auch nicht. Sind wir immer noch im falschen Spiel für. Gut, vielleicht haben die Engelstatuen hier irgendwas. Bam, bam. Außer Medizin, meine ich. Außer, Zutaten. Hm. Nö. Okay, oh, wer kommt denn jetzt? Okay, so, es ist nicht gespeichert. Erst ein Auto und jetzt noch ein Schiff. Kindship. Okay, Powers. Ein Schiff. Bereit machen. Ich war gerade bereit machen zum Ausweichen. Tot. Na okay, das war aber klar. So. Hm. Mist, Mist, Mist. Kann ich ausrasten. Okay, und in der Luft geht's also zack, zack, zack. Bam, 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 bam. So, nochmal. Rennbeine da! Jetzt kommt dieses olle Schiff wieder an. Obwohl ich habe Angst, dass ich den sonst aus Versehen nicht in meinem Buch habe. Wenn ich den jetzt nicht so ankommen lasse. Obwohl doch, warum nicht? Warum sollte der nicht in meinem Buch sein? Wäre voll fies. So. Ja, ist. Alter, der ist voll viel abgezogen. Hier ran, zurückballern. Geht nicht. Das sind ja zwei Schiffe. Auch ganz toll. Yeah. Warte mal, ich gehe da rauf. Ich gehe auf seinem Schiff rauf. Es geht nicht. Alter. Boah. Was ist denn hier los? Ich bin ja viel zu stark. Ich bin gleich wieder tot. Ist ja klar. Was? Was? Was zur Hölle? Alter, was ist das denn jetzt für eine Scheißstelle? Schon wieder dreimal wieder gestorben, ey. Da nimmst du ja nicht mal der goldene Schuss irgendwas, wenn sofort immer unmittelbar diese Scheiße hier passiert. So, vor allem mit dem Ausweichen geht gar nicht. Ich drücke das die Hand, ich werde das die ganze Zeit das hier spammen, die ganze Zeit. Wenn das gleich losgeht wieder. So, so, überspringen. Und Achtung. Ausweichen, 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 ausweichen. Wie ich trotzdem getroffen wurde. Was soll ich denn dagegen jetzt machen? Hier, komm, baller die zurück. Oder baller sie wenigstens ab. So, so, so. Haut dann natürlich ab. Die olle Sau. So, okay. So, ich hab wieder. Ja, das bringt doch gar nichts. Ach! Mann! Du, jetzt schießt das Ding zurück oder was? Oder. So kann ich das Schiff gar nicht angreifen. Was wollen die denn von mir? Doch, mein Bayonetta. Wie sieht doch mal. Wie sieht mal ihn an hier? So. So einfach. Doch! So, ja, und jetzt? Das bringt hier überhaupt nichts. Schön, dass ich jetzt Hexenzeit aktiviert habe, aber das bringt doch nichts.
So. Dahin springen geht nicht. Und ich bin bisher immer daneben gejumpt. Aber da ist ja irgendwie wieder so ein roter Punkt. Den ich ja schon mal kenne. So. Den baller ich auch die ganze Zeit an, wie es aussieht. So, ganze Zeit einfach nur rumballern. Wenn es nicht anders geht. Oh. Wenn es nicht anders geht. Okay, wenigstens klappt das. Weil die Kombo steigt doch immer richtig übel. So. So. Alter, die ganze Energie fast runtergehauen. Nur mit dem Schießen, tja. Bisher die effektivste Art. Für mich. Ja, weich überhaupt nicht aus, klar. So, bei. Ganz neben das arme Schiff, ey, voll. So. Und sagt tschüss. So, einer ist down, jetzt bist du dran. Und dann sagt hier dich. Dich kann. Ich glaube, ich muss auch den Punkt angreifen. Und irgendwie habe ich gerade den Punkt angegriffen, okay? So. So, so, so. Da, 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 da. Jawohl. Autsch. Ich bin ja voll getroffen. So, ich kann fliegen. Nein, das ist okay. Anvisieren. So, komm her, du alles Schiff. Fatz, fatz, schlepp. Oh. Und jetzt wieder Wärms. Okay, jetzt bin ich auf dem Schiff drauf. Jetzt hat es anscheinend doch geklappt. Und jetzt fahre ich in den Tod, pass auf. Hoppala. Flieg schnell zur Krähe. Oh, puh. So. Swing. Eine halbe LP. Wieder eine neue Waffe. Irgendwann. Okay. Das war anscheinend. Oh, das ist wieder eine Kiste. Vielleicht doch gleich noch ein Herzteil. Oh, und da muss ich wieder so ganz komisch oben jumpen, dass ich da runterfalle. Okay. Wonderful. Bronze. Lame. Aber okay. Jum, 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 jum. Voll eingesammelt. Mit breiten Beinen. Der Ritt der Walküren. Okay. So, komm schon, Herzteil oder so. Komm schon. Noch klein zwetet. Werdet geil oder was? Nee, es ist eine Mondperle. Müsste aber auch schon wieder eine zweite sein. Jetzt müsste ich eine komplette wieder haben, oder? Was? Noch nicht? Hä? Ja, war es, als hätte ich schon sau viel. Oder wurde das alles nicht gespeichert? Eine von zweien? Ist schon wieder das alles so merkwürdig. Wie kommt mir so vor, nicht, dass das in einer anderen Mal irgendwie nicht gespeichert wurde oder so? Das wäre richtig schlecht. So. Ich spare, glaube ich, mal die Zutaten, damit ich ein bisschen Mega-Lolli machen kann, der mich doch mal wenigstens ein bisschen richtig auffüllt. So, also sind wir hier wieder kurz vorm Sterben. So, ein bisschen Energie bekommen. Auch wieder eine Zutat. Okay, na dann. Geht's hier wieder hoch. Und dann ganz komisch runterfallen. Trip. Ach, I. Was ist denn das da? So, okay, ich falle einfach mal. So, kann ich irgendwie kaputt machen. Bin ich noch zu hoch? Ja, keine Ahnung, ob ich falle einfach mal ganz genau hier durch. Stopp. Man kann immer schön stoppen mit meiner Kanone. Ist das geil. Hui. Stoppen. Und vorbei. Ja, keine Ahnung. Das müsste eigentlich so was wie ein Angriff sein. Oh, ist es ja auch. Cool. Okay, warte mal. Das war so was wie ein Angriff. Warte mal. Ja, geil, das klappt ja wirklich. Okay. Oh, er hätte mal Feuer gewusst. Und, also ich muss zielen üben. Boom. Oh, boom. Und schön. Na toll. Da muss man ja schön hier präzise sein. Wow. Boom. Hallo. Oh, kommt gleich wieder so eine Joy-Tante hier an. So, den will ich jetzt mal einen Folterangriff ausprobieren. Wenn es denn klappt, werde ich ihn schon wieder abkratze vorher. So, bam. Boom, boom, boom. Yeah, cool Bowser. Was fahrt hu? Was fahrt hu? Yeah. Bam, bam. Komm schon. Yeah. Und knacks. So. Was hat der Dieter gerade gemacht? Die wollte ihre Peitsche rausholen, Alter. Ja, nicht mit mir. Bams, hu. Bams, hu. Zack. Okay. Schlitz. Yeah, yeah, yeah. Komm, ich bin gleich voll. Dann kann ich gleich einen Vollangriff machen. So. Ja, komm schon. Jetzt bin ich mal spannend. Oh mein Gott, ein eisernes Pferd, das ist so übel. Alter, ist ja gemein. So, ey. Tja, das haben die Leute, das war gerade ein bisschen brutal, ich weiß, aber das haben die früher in echt gemacht. So ein eisernes Pferd. Ich weiß nicht, ob das gerade so rüberkam, aber wisst ihr, wie das damals funktioniert hat? Kann ich ja sagen, das ist jetzt ab 18, ne? Also ihr seid gewarnt. Also da haben die echt als Foltermethode, keine Ahnung, wann auch immer, vielleicht, wenn sie rausfinden wollten, ob man eine Hexe ist oder nicht, keine Ahnung, ihr wisst ja, die Menschen waren ja damals ein bisschen dumm.
und ein bisschen krank im Kopf. Aber da wurdest du halt echt so nackt. Habt ihr gesehen, das war ja in der Mitte, das war ja quasi ein spitzes Dreieck, dieses Pferd. Knips. Oh, mitunter mit Stacheln. Oder sowas, oder halt ganz spitz eigentlich nur. Ganz spitz war das nur. Und da wurdest du halt nackt draufgesetzt, so breitbeinig. Und dann mitunter so lange, bis dein eigenes Gewicht dich quasi runtergezogen hat und zerteilt hat. Total mies, Alter. Richtig mies. Ja, und wenn das nicht gereicht hat, dann haben sie auch noch Gewichte an deine Beine rangehangen. Und da wurde richtig schön auseinandergezogen, Alter. Richtig schön von unten nach oben durch. Die haben die einfach so gemacht, die Christen und so. Ihr wisst ja, die waren da so ein bisschen. Die haben sich gedacht, hey, cool, das ist doch... Da kommen wir unserem Gott am nächsten. So, ich sterbe hier gleich. Das ist nicht so geil. Da komme ich auch meinem Gott gleich am nächsten. Schwarz, schwarz. Na komm schon, schaffe ich das? Oder werde ich sich da wieder? Ja, okay. Bam. Yeah. Okay. So, war's das? Vers Nummer 8 geschafft oder nicht? Anscheinend nicht. Na gut, außer ich gehe jetzt nochmal einen Schritt weiter. Hup. Trap. So. Bitte speichern. Bitte speichern. Sonst habe ich Angst. Ah, gut. Ah, sehr schön. Und sogar Silber. Jetzt kann ich auch wieder sterben. Jung, 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 jung. Oh, der Typ schon wieder. Oh, schnell weg. Oh, achso, der will ja gar nichts von mir. Der jumpt hier einfach bloß rum. Wartet. Oh, da macht er wieder Boom. Ja, ja, ja. Tschüss, Typi. Trottel. Halt, trotzdem gucken, ob da was war. Nö. So, hier könnte ich wieder zu unserem Kumpel gehen. Ich mach's einfach mal. Ich glaube zwar nicht, dass ich irgendwie genug Geld hätte oder irgendwas anderes hätte, um mir was zu kaufen, aber Bams. Hu. Twink, boink. Ach ja. Diese Folterdinger sind echt irgendwie voll brutal lustig. Solange man sie nicht an Menschen anwendet, sondern nur an Engeln. So, oder warte mal. Warte mal, ist das jetzt schon eine neue Waffensequenz? Nee, ne? Nee, anscheinend nicht. Ich verscheiße dich nur. Ja, danke, du Arsch. So, 18.000 können wir leider noch nichts machen. Ich denke mal, dann kaufe ich mir jetzt, egal was ich hier am ehesten noch brauche, ich kaufe den vorhin oben nach unten durch. Also als nächstes mir die Absatzleiter holen und so. Und ja, warte mal, oder Waffen? Neue Waffen? Nee, nur die Updates. Okay, also eine Waffe kriege ich höchstwahrscheinlich noch, die dann nochmal ein Update irgendwann kriegt. Zubehör. Ich könnte mir das letzte Herzteil vielleicht kaufen, das wäre cool. Bald erhältlich, bald erhältlich. Alter, alles so ein teurer Scheiß, Alter. Hier, kann ich mir ein Herzteil kaufen? Ne, das war auch 30, ne? 30.000 für ein Herzteil? Oh, hätte ich jetzt 60.000, ey, voll beide Sachen holen. Das wäre so geil. Ne, okay, aber ist mir leider nicht vergönnt. Hauen wir wieder ab. Mit unserem Hüftschwung wieder. Dumm, dumm, dumm. Psu-su. Und einfach weg. Ah, so, okay. Na dann. Mal gucken, ob jetzt gleich wieder ein Boss kommt. Oder wie lange das Kapitel allgemein noch geht? Im Paradiso. Paradiso. So, mir gefällt irgendwie nicht, dass die... Was? Was war das denn? Achso, ist mit... Achso, mit Lücken. Okay, gut. Oh Gott. Achtung, eine Lücke. So. Achtung, Lücke. Dann haben wir wieder... Achso, okay, okay. Ich dachte, ich muss irgendwie... Also, der macht 1, 2, 3... Und jetzt los. Okay, geschafft. Ja, wieder so weit hier. Verschwinden die auch noch eine Weile? Ich hoffe nicht. So. Und so. Alter, will ich erstmal gucken, dass ich mich hier richtig drehe. So. Zack. Okay, gut. Jetzt aber. Okay, gut. So. Hier wieder hier rüber. Lalala. So, wieder aufpassen. Erstmal richtig hindrehen hier. So. Jetzt haben wir wieder dieses komische dicke Ding. So schnell. Aua. Nein. Ach. Okay, dann geh ich halt außen rum, so. Stinker. So, töten kann ich das Ding nicht, ne? Ich versuche hier mal noch ein bisschen was rauszuholen hier an... Oh Gott, schwer der Mist. An Zutaten oder sowas. Das kommt schon, geht kaputt. Oh. Autsch. Und tot. Der Wind hat mir so heftig unter den Rock geweht, dass ich gestorben bin. Boah, schon viermal in diesem Kapitel. Die ganze Zeit am Verrecken hier. Swing, jung, jung, jung und... Na gut, das Kapitel geht, glaube ich, noch eine ganze Weile. Aber, ja, tatsächlich wieder hier. Oh Gott. So, hoppala. Da, 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 hoppala. Wuppiduppidudu. So, wo ist jetzt der Ball? Da. So, so. So, der hat Spaß. Der hat sichtlich Spaß, der Ball. So. Oh Gott! Alter!
Ich wusste nicht, wäre einfach noch in dem Panther-Mode gewesen. So, hoppala. Da 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 da. So, komm runter. Oder Ball. Der Ball? Wo ist ja gar kein Ball? La la la. Das wäre so fies. So, am besten hier nicht hektisch oder sowas rennen. Komm schon, gut. So. Oh, hätte ich vielleicht noch geschafft. MG Panther-Mode. Mach schon einfach so durch. Autsch! Oh, wie fies, man fittet mal immer. Jetzt komm ich platt. So, stopp, stopp, stopp. So. Okay, Panther-Mode hier. Hoppala. Tadada, zack. So. So, und Kamera drehen. Gut, smooth. Alles wieder paletti gemacht hier. So, über die Schallwellen rüber. Ja, gut. Knacks. Ich sagte, Knacks. Na, komm schon, geht kaputt. So, okay, jetzt hier einfach durchrennen. Jum, jum, dem Wind hinterher. Woo! Alter, ja, das hat gut geklappt. So, waren wir hier nicht auch schon mal? Das sieht alles so aus, als ob wir hier schon mal waren. Oh nein, was denn jetzt? Aber halt bloß, wie sieht das aus, als ob wir hier in Hölle, wir sind halt im Paradies, in dieser Variante hier. Und wer kommt denn jetzt schon? Oh mein Gott, ein Golem. Der sieht aus wie ein Golem, das ist einfach so ein Ball. Oh, war nur ein Scherz. Oh, okay, jetzt verstehe ich. Oh, das ist ja fies. Ja, wie kann sie erstmal alle zusammenbauen hier? So, nur der rote Kern ist effektiv. So, komm her, höp, höp. Schlitz, fatz, fatz. Oh. So. Komm her. Verdammt, verdammt. Immer schön ein bisschen ballern dabei. Ey, der macht ja genau die gleiche Verwandlung, was wir haben. So, ja. So, okay. Ich glaube nicht, dass das irgendwas bringt, ihn anzugreifen, wenn er seine komischen Dinger da hat. So. Echt bloß angreifen, wenn sein Kern halt offen ist. Ja, ist klar, ich bin nur ausgewichen. So. Ha, jetzt aber. Bam, bam, bam. Oh, gut, Bowser's Big Boot. Ach, guck mal, hab ich gerade die ganzen Dinger in Gold gemacht. Ah, was soll das denn jetzt? Ich kann die... Ein paar Dinger sind doch manchmal in Gold, so. Schlitz, schlitz, schlitz. So, okay. Ein Bowser's Fuß. Aber nicht immer. Oh. So, ein bisschen ballern. Hier ausgewichen. So, die Hände sind immer am besten, wenn ich den schaffe auszuweichen, natürlich nur. So, komm schon. Fatz, 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 fatz. Oh Gott, oh Gott. So, hier, fatz, bam. Oh, nicht als Krähe, das ist nicht so gut, das ist nicht gut. So, komm schon. Okay, und Climax. Er hat Volleyball mit dir spielt. Was zum... Verkackt. Oh. Ja. Yeah. Und einfach mal die ganze Wut rauslassen, weil man verkackt hat. So. Das war cool. Den er war zerfetzt. Okay. Und schön Geld. Kling, kling, kling. Yeah. Und wir haben wieder 20.000. So, aber nicht vergessen, die Krähe zu holen. Oh Mist. Und hoffentlich hier ein Herzteil. Komm schon, Herzteil. Yeah! Mehr Energie! Tada! Swoop! Und wie viel kommt dazu? Ah, richtig schön. Okay, aber leider nicht halt irgendwie voll oder sowas. So. Nein. Mann. Ach. Okay, wartet. Mann! Ich drücke immer, ich halte immer R gedrückt, weil ich denke, das ist praktisch. Komm schon. Ja, okay, gut. Und Blutsträne Umbras. So. Gut, Leute. Mal gucken, ob das Kapitel jetzt auch noch gleich zu Ende ist. Das sah ja alles schon so aus. Aber wir sind jetzt wieder in diesem Turm, ne? Irgendwie. Anscheinend. Und okay. Kapitel zu Ende. Leute, dann sind wir jetzt schon beim nächsten Part, beim 10. Kapitel. Voll übel. Und wieder so viel verpasst, ey. Das ist so krass. Aber ihr habt auch schon erzählt, wenn man so eine Sache nicht da verpasst habe, da muss man die ganze Zeit immer wieder zurücklatschen. Und so... Immer wieder mal zurück von wegen, dass es kommt auf immer doch noch neue Gegner und sowas alles. Aber wieder richtig schön verkackt. Steinauszeichnung wieder bekommen.
Na gut, das war das Kapitel mit Bär, mit und unserer Daisy. Dann mache ich beim nächsten Mal wieder die ganz normale Bayonetta-Frau. So, da freue ich mich schon. Haben wir erstmal alle Kostüme gesehen, alle Nintendo Wii U-Exklusiven. Oh, verdammt. Verdammt. Full Headshot. Nee, nicht ganz. Der war ein Headshot. Na, komm schon. Ich brauche Geld. Viel Geld. Ich brauche... Ja. Nein. So. 1000. 1000 nochmal. Ich rechne schon nur noch in Geld. Na. Ja, nochmal 500. Verdammt. 5500. Dünn. Round over. So, brauche ich nicht alles in Geld eintauschen? Yeah. So, ich könnte mir jetzt natürlich auch ein Herzteil holen, aber nee. Nee. Lieber die Techniken. Das mache ich jetzt auch noch schnell, obwohl der Part schon vorbei ist. So, wo sind wir jetzt? Sind wir jetzt auf dem A? Was ist hier? Wo führt uns das denn hin? Aber okay, Leute, ich bin gespannt. Das wird alles noch Kapitel X. Ein Sternenmeer. So, bitte Untermenü. Kostümwechsel. Ich hoffe, euch haben die Kostüme gefallen. Und so, ich hoffe, man versteht, dass ich jetzt nicht alle machen will. Zurück zur Voreinstellung. Oder Kostümwechsel. Hier gibt es ja gar nicht das Normale, glaube ich. Das Normale gibt es hier irgendwie gar nicht. So, dann gehe ich mal zurück zur Voreinstellung. Alles klar. Gut. So ist sie wieder ganz normal. Okay. Zurück zum Kapitelauswahl. Ja. So, jetzt nochmal kurz gucken, ob es wirklich geklappt hat. Hat es übernommen? Ja, hat's. Gut. So sieht Bayonetta wieder immer am coolsten aus. Richtig schön fürs Spiel so herdesignt. So. Dann nochmal ganz schnell zum Tor der Hölle. Ganz schnell noch eine neue Fähigkeit kaufen. Und dann abspeichern und dann ist der Part zu Ende. Bams. Ah, die gute alte Bayonetta. Jetzt wird's wieder richtig sexy, wenn sie ihre Haarflechten-Attacken macht und dann wirklich ihre Klamotten wieder verschwinden. Ja, der Typ hier, pass auf, Schätzchen. Okay. Ist okay, wow, denn. Bleib mal locker. So, Absatzgleiter. Gleite aus großer Entfernung mit deinem Absatz voran zu einem Feind. Also drücke zweimal schnell in die Richtung des Feindes und dann A. Okay, so was wir schon haben, bloß mit einem anderen Knopf. Gut. Und als nächstes dann der Nachbrennertritt und als letztes dann Umbra-Speer. Dann ist unsere Hexe komplett ausgebildet. Cool. So, da. Tschüss, Mann. Swoop. Okay. Wie viel Kapitel hat das Spiel überhaupt? 10 ist ja immer so ein... 10 ist ja meistens immer so ein Indikator von wegen so 10 Kapitel hat so ein Spiel oder sowas. Aber ich denke mal, das Spiel hat noch mehr. Aber wir wissen ja noch fast noch gar nichts. Aber wir wissen, mit dem nächsten Kapitelende können wir uns wieder eine Waffe kaufen. Und alles ist cool. So, also dann bis zum nächsten Part von Bayonetta. Ich hoffe, ihr habt immer noch Spaß, auch wenn meine Steinstatuensammlung wächst. Egal. Tschüss, Mann!